Matthias Schweighöfer ist große Premierenauftritte längst gewöhnt. Doch eine Premiere in Hollywood ist auch für den Berliner etwas ganz Besonderes. Für die Erstaufführung der zweiten Staffel You Are Wanted, seiner weltweit sehr erfolgreichen Amazon Prime-Serie, kam der Schauspieler, Regisseur und Produzent persönlich nach Los Angeles. New Age begleitete den sympathischen Allrounder bei seinem Aufenthalt in Hollywood. Es ist erstens ein Riesenkompliment, dass wir hier sein dürfen. Ich liebe die Stadt und ich finde es total krass. Es ist total unwirklich, mit was wir irgendwann mal in Berlin im Hinterhof kreiert haben, hierher zu kommen. Aber es ist total geil. Das Wetter ist gut, die Leute sind schön und wir haben hier eine Premiere. Neben Matthias Schweighöfer waren auch seine Kolleginnen Jessica Schwarz und Alexandra Maria Lara mit nach Los Angeles gekommen, um die Premiere von You Are Wanted im Arclight-Kino am berühmten Sunset Boulevard in Hollywood zu feiern. Für die zweite Staffel verspricht Schweighöfer noch mehr Spannung. Ich kann auf jeden Fall verraten, dass es brutaler wird, spannender, actionreicher und auch trauriger. Wo ist Burning Man? Ich weiß nicht. Wir müssen den Laptop finden, dann haben wir eine Chance. Alles ist hier drin. Was redest du für Scheiß? I know you're hiding in here somewhere. I will find you. Matthias Schweighöfer war zuletzt vor 10 Jahren in Los Angeles. Die Filmwelt und Hollywood hatten auf ihn schon als Kind eine große Anziehungskraft. Das erste Mal, wenn man so nach Amerika überhaupt kommt, ist es ja mal absurd. Es sieht ja wirklich alles aus wie im Film. Wenn man aus Deutschland kommt und man war noch nie in Amerika, denkt man sich ja wirklich, krass, hier sieht es so aus wie in dem Film. Und mein erster Film, den ich gesehen habe, war E.T., der Außerirdische. Da war ich 11. Da war ich 11. Und dann ging es so los mit Zurück in die Zukunft. Und irgendwann war ich mal in L.A. und hab dann so die Universal Studio Tour gemacht und dann war der echte DeLorean da. Das fand ich super. Oh mein Gott! Wie krass! Selbst auch einmal in Hollywood zu arbeiten, das könnte sich Matthias Schweighöfer gut vorstellen. Zumal es schon andere europäische Schauspieler gibt, die hier erfolgreich sind. Marion Cotillard, glaube ich, ist so das Paradebeispiel, dass die... Oder Christoph Waltz, dass die auch hier drüben arbeiten können, sind aber trotzdem irgendwie auch Europäer. Müssen jetzt nicht super Bodies haben, müssen jetzt nicht super diesem ganzen Lifestyle entsprechen, sondern sind tolle Schauspieler. Streaming-Angebote wie Amazon, Hulu oder Netflix bieten kreativen Filmschaffenden wie Schweighöfer neue Möglichkeiten. Wunderbar! Der Traum von Hollywood könnte also tatsächlich schon bald Wirklichkeit werden. Hollywood würde mich total interessieren. Aber auch als Regisseur, muss ich ehrlich sagen, weil die Grenzen sind halt wirklich einfach nicht mehr da. Das ist das Schöne durch dieses ganze Streaming oder aber auch in den Kinofilmen. Ich finde, die sind ein bisschen mehr open-minded hier. Und das mag ich, ist irgendwie cool. Das ist nicht mehr so wie früher, wo das so ein Ding der Unmöglichkeit war, wo du dachtest, boah, ey, ich muss hierher, ich muss hier 2 Jahre leben, dass ich gar keinen Akzent mehr habe, dass ich muss gut aussehen, Sixpack, trotzdem aber Tiefe spielen können und kein Problem mit der Sprache haben. Das ist, finde ich, alles weg. Na dann, Matthias, hoffentlich auf bald mal wieder in Hollywood. Aber es ist cool hier in Amerika.